Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 BVB-Karriere. In der letzten Folge haben wir die zweite Saison titellos beendet mit einer Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen. Das war auf jeden Fall kein leichtes und kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Das heißt aber auch, dass wir für die kommende, für die dritte Saison voll angreifen wollen. Und das bedeutet natürlich auch Transfers. Es gibt ja auch schon die ersten fixen Abgänge bei uns. Alexander Meyer wird den Verein verlassen, kriegt keinen neuen Vertrag. Und ganz, ganz fix ist natürlich auch der Abgang von Jude Bellingham. Er wechselt für 110 Millionen zum LFC, zu Jürgen Klopp auf die Insel. Wir sind jetzt noch in der alten Saison, starten mit ein paar Transfervorschlägen von euch. Dann gucken wir uns nochmal die anderen Top 5 Ligen an, also noch vier weitere Ligen, weil wir sind ja in einer Top 5 Liga. Das interessiert ja manche immer und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, sich das nochmal anzugucken. Und dann starten wir rein in die neue Saison und damit auch mit Transfers. Erster Vorschlag ist für die Rechtsverteidigerposition, eine Position, auf der wir uns ja auch umgucken werden im Sommer, Hugo Sique von Freiburg. Noch ein Vorschlag auf dieser Position ist Devin Ranch, der Mann von Ajax Amsterdam aus der Realität. Ein weiterer Vorschlag auf einer Position, auf der ja eine Lücke jetzt aufgegangen ist, und zwar im zentralen Mittelfeld, Jude Bellingham geht ja, ist Caceres Junior, noch nie von dem Typen gehört, aber die Ausstiegsklausel liegt bei 24 Millionen, wir scouten ihn einfach mal. Auf der Innenverteidigerposition wurde De Bast vorgeschlagen, der ist bei uns aber auch schon auf der Liste. Innenverteidigerposition könnte auch ein Thema werden, wir haben zwar mit Hummels nochmal um ein Jahr verlängert, aber ja, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Für hinten rechts ein weiterer Vorschlag ist Joscha Wagnermann. Ebenso wurde ein Ex-Stuttgarter vorgeschlagen, und zwar Pablo Maffeo. Und dann noch ein weiterer Rechtsverteidiger mit dem ewigen Talent Max Aarons. Und auch der Brite kommt auf unsere Liste und ist sogar auch schon gescoutet. Dann wurde auch noch Donny van de Beek vorgeschlagen und das ist eine super Überleitung dafür, dass vor wenigen Tagen ja die Manchester United-Karriere auf meinem Kanal gestartet ist. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaltet da unbedingt rein, denn ja, ich habe richtig, richtig Bock auf das Projekt und in zwei Tagen wird es da auch die zweite Folge geben. Weitere Vorschläge sind dann noch Gustav Isaksen und Quinton Timber. Das ist der Bruder vom anderen Timber, wo ich immer den Vornamen vergesse. Auf jeden Fall kommt der Mann auch auf die Liste. Hochinteressantes Talent. Wir sind die ersten Tage vorgegangen Richtung letzter Tag der Saison, weil da gucken wir uns dann nochmal die anderen Ligen an. Semenj mit dem nächsten Angebot, aber der soll als Notnagel bleiben. Unser Kapitän meldet sich noch. Ich wollte mich nur bedanken. Okay, alles klar. Jetzt ist scheinbar alles wieder am Lot. Ja, also klar, Marco würde auch gerne nochmal. Vielleicht nächstes Jahr ja schon seine letzte Saison nochmal einen Titel mit dem BVB gewinnen. Letzter Tag der Saison, damit blicken wir jetzt ja nochmal rauf. Auf die internationalen Wettbewerbe haben wir ja schon in der letzten Folge geguckt, alle Statistiken ansonsten haben wir auch eingesehen und gucken damit jetzt nochmal auf die anderen Ligen. Starten mit der zweiten Bundesliga, aufsteigen werden Köln und Bochum, gucken gleich auch nochmal auf die Relegation zwischen dem HSV und St. Pauli, wer sich dort durchgesetzt hat. Dann gucken wir natürlich aber auf die Top-Ligen noch, Premier League geht an Man City in diesem Jahr, dann haben wir die Ligue 1, die geht an OM. PSG, die haben die Champions League gerade zum zweiten Mal in Folge gewonnen, werden nicht Meister, alles klar. Dann Serie A geht an Juventus Turin und dann gucken wir natürlich noch in die La Liga rein nach Spanien. Und dort geht der Titel an Atletico Madrid, punktgleich mit Barcelona. Dann jetzt also noch der Blick auf die Relegation HSV oder St. Pauli. St. Pauli steigt auf durch Auswärtstorregel. Oh mein Gott, wie wild. Ja, Alter, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Also drei Aufsteiger mit St. Pauli, Bochum und Köln in der neuen Saison. Hier sehen wir dann nochmal schnell unseren Saisonüberblick. Dritter in der Liga, zweiter im Pokal. Supercup haben wir gewonnen. Da werden wir nächstes Jahr nicht dabei sein. Ja, und im Champions League Achtelfinale sind wir am späteren Sieger PSG ausgeschieden. Wir starten rein in die neue Saison mit einem sehr, sehr traurigen Bild. Jude Bellingham verlässt das Vereinsgelände vom BVB. Für ihn geht ein neues Kapitel auf. Das alte schließt sich. Der BVB liegt jetzt hinter ihm und er wechselt zu Liverpool. Für uns bedeutet das, wir sind angekommen in Saison Nummer 3. Ich habe Bock drauf, Vorbereitungsturnier. Gehen wir rein. Und ja, starten natürlich damit, dass wir einige Leihrückkehrer haben. Die Frage ist, beendet Reus, beendet Hummels seine Karriere? Das werden wir gleich nachgucken müssen und natürlich dann Scouts neu losschicken. Und ich würde sagen, wir starten damit, dass wir einfach ganz, ganz schnell schmerzlos raufgucken.
Mats Hummels beendet noch nicht seine Karriere. Marco Reus, bitte nicht, 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 bitte nicht. Es ist soweit. Oh Gott, er beendet seine Karriere. Ja, garantiert der größte Spieler, den ich beim BVB erlebt habe, was so die Gesamtheit angeht, nicht auf eine Saison gesehen, da ist Erling Haaland definitiv drüber. Aber einfach die Konstanz, trotz so vieler Verletzungen, so viele Jahre beim BVB geblieben, obwohl es auch große Angebote gab. Kapitän über viele, viele Jahre. Und diese Saison 2024-2025 wird die letzte von Marco Reus im Profifußball. Alter Schwede, ist das eine Hiobsbotschaft gleich zum Beginn der Saison. Für einige Spieler wird allerdings jetzt schon zum Beginn der Saison Schluss beim BVB sein. Wir stellen unsere Spieler neu auf Leih- und Transferlisten und starten dabei bei einem Talent, was ja eine sehr gute halbes Jahresleihe, ich glaube bei AZ Alkmaar hatte, Eining, jetzt 85er Potenzial. Ich denke, wir werden den Vertrag verlängern und dann ihn auf die Leihliste packen. Deutlich bessere Kondition jetzt also für den Holländer und damit kommt er auf die Leihliste. Mit Nnamdi Collins genau das gleiche Spiel, verbesserte Kondition und ab auf die Leihliste. Für einen anderen Spieler, der von der Leihe zurückkehrt, wird es in diesem Sommer keine Verlängerung mehr geben. Ich packe Matteo Morey auf die Transferliste, der hat sich zwar ordentlich entwickelt, aber ja, einerseits sehe ich den Realismus in der Personalie leider nach seiner sehr, sehr schweren Verletzung damals im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel. Ist es, glaube ich, schon ein Erfolg, wenn der Typ irgendwo mal wieder wirklich Fußball spielen kann. Ich glaube nicht, dass er sich langfristig beim BVB durchsetzen kann. Und ich habe auch einfach gesagt eine klare Vorstellung, welchen Spieler ich auf dieser Position holen möchte. Mit Marius Wolf haben wir einen tollen Spieler dort. Dann soll ein Neuzugang kommen und für Morey ist dann kein Platz mehr. Weiterer Spieler, der den Verein fest oder fix verlassen soll, ist Daniel Mahlen. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir können hier auch einfach nur auf die drei Daumen nach unten gucken. Spielzeit, Teamleistung, Vertrag. Donny Mahlen und der BVB, es sollte nicht sein. Die Fußstapfen von Jadon Sancho waren zu groß. Er hat wahrscheinlich auf der falschen Position gespielt, wahrscheinlich im falschen System. Und es ja, sollte deshalb nicht sein. Er kommt auf die Transferliste. Wir werden mit ihm bestimmt nochmal ein bisschen Geld einnehmen können. Marktwert 40 Millionen, 2 Jahre noch Vertrag, also 40 Millionen werden wir für ihn hier in FIFA tatsächlich noch einnehmen, aber auch für ihn ist Schluss beim BVB. Hochinteressanter Mann für die Zukunft, Abdoulaye Camara, durchaus von euch auch schon ins Gespräch gekommen hier als jetzigen Bellingham-Nachfolger, finde ich gar nicht so schlecht, aber auch dort habe ich nochmal einen anderen Spieler in der Hinterhand, den ich gerne verpflichten würde und dementsprechend wird er jetzt nochmal für ein Jahr verliehen und dann halte ich es wirklich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass er ja eingeplant wird bei uns im Kader und André Schneider, der kommt jetzt natürlich auch noch auf die Leihliste, da haben wir lang und breit drüber gesprochen, er soll irgendwann hier spielen, aber aktuell müssen wir ihn für ein, vielleicht 2 Jahre nochmal woanders parken, wahrscheinlich eher 1 Jahr, weil das sein Vertrag so zulässt und dann wird er als sehr guter Spieler zurückkommen und bei uns höchstwahrscheinlich eine tragende Rolle spielen. Mit den restlichen Leihrückkehren wie Jima oder auch einem Gürpitz plane ich einfach als, ja, Notnagel sozusagen im Kader. Die kommen mal rein, weil die haben jetzt nicht so das große Potenzial und auf die will ich auch eigentlich in der Zukunft nicht so setzen, aber ich habe jetzt auch keine Not, sie zu verkaufen. Dementsprechend kommen sie einfach dann rein, wenn mal Not am Mann ist und in irgendwelchen unwichtigen Pokalspielen oder etwas dergleichen, kriegen sie dann halt mal ein paar Minuten. Das sind erstmal die Spieler, die uns verlassen sollen. Dann, bevor wir es vergessen, kommen wir zur Jugendmannschaft und gucken erstmal, ob wir einen neuen 5-Sterne-5-Sterne-Scout haben. Haben wir nicht, dann werden wir den Scouting-Bericht hier einmal lesen und dann den Scout nach Deutschland schicken. Zuletzt waren wir in Ghana, dann machen wir jetzt erstmal wieder Deutschland und gucken jetzt auf unsere Jugendmannschaft, ob es da noch Spieler gibt, die wir jetzt hochziehen sollten, damit wir sie ja über den Sommer verleihen können und da Abraham, Mensah, also ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Klar, das Potenzial ist noch na, sehr große Schwankungen drin. Von 78 bis 92 ist da noch alles möglich. Aber dennoch, das ist ein Riesentalent. Den will ich mitnehmen und auch Mikkel Simmons wird in die erste Mannschaft kommen und dann direkt verliehen. Simmons zeigt immerhin großes Potenzial. Und Mensah ist sogar ein aufregender Mann für die Zukunft. Beide jetzt also auch noch auf der Leihliste. Bevor wir das erste Mal vorspulen in der neuen Saison, kurz der Blick auf auslaufende Spielverträge und einen Vertrag möchte ich da sofort
verlängern, und das ist der mit Jamie Bynoe-Gittens. Hat einfach eine tolle letzte Saison gespielt und braucht auf jeden Fall ein höheres Gehalt. Also treffen wir uns mit dem immer noch sehr, sehr jungen und hochtalentierten Engländer, 19 Jahre jung, hat in der letzten Saison schon eine große Rolle gespielt und soll in diesem Jahr nur noch mehr Spielzeit bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht das Gehalt, womit sein dynamisches Potenzial zufrieden sein wird. Dementsprechend hauen wir da mal richtig auf die Kacke und geben ihm 25.000 Wochen Gehalt, um ihn auch langfristig zu binden. Wohlgemerkt ohne Ausstiegsklausel. Das ist wirklich ein richtig guter Schritt. Ein weiterer wichtiger Vertrag, der am Ende der Saison ausläuft, ist der von Gio Reyna. Da werden wir uns auch an den Tisch setzen. Es gab auch in den Kommentaren jetzt kritische Stimmen zu ihm, aber ich möchte weiter an Gio eigentlich festhalten. Damit werden wir uns also auch hinsetzen. Ja, Reus beendet seine Karriere, was mit Mats Hummels nach der Saison passieren wird, werden wir mal gucken. Bellingham wird er jetzt wechseln und der Rest sind eher, ja, Reservespieler. Damit sollten wir an alles gedacht haben. Später gucken wir auf jeden Fall nochmal auf die EM in Deutschland. Ist ja auch ganz interessant. Gibt es ja auch Spiele im Signal Iduna Park. Und gehen jetzt erstmal einen Tag vor und werden dann jetzt hier, ja, Bellingham erstmal endgültig aus dem Verein raus haben. Aber ich bin dann auch gewillt, jetzt gleich zu den Neuzugängen zu kommen. Wir starten aber erstmal mit einem Angebot für einen Spieler von uns, Marius Wolf. Absolut unverkäuflich für mich. Der hat eine Bombensaison gespielt. Für mich absolut unverkäuflich. Also Marius Wolf hat mich sowas von überzeugt. Und damit ist es soweit. Ich stelle euch meine drei Wunschspieler vor für die Saison, die wir wahrscheinlich alle in dieser Folge, wenn alles klappen sollte, holen werden. Nummer 1, Rechtsverteidiger Cody Dramé. Ein hochtalentierter Mann aus der Realität, der bei Leeds United noch nicht zum Zug kommt, aber definitiv Talent hat. Und ja, bei welchem Verein soll man sein Talent eher unter Beweis stellen als beim BVB? Es gab so viele Vorgänger, die es vor ihm schon geschafft haben. Ich sage ja immer wieder, Transfers aus der Premier League finde ich schwer. Zwei Dinge hierzu. Leeds United ist hier in der Karriere gerade erst wieder in die Premier League aufgestiegen. Und zweitens, der Mann ist in der Realität nun wirklich kein Spieler, der großartige Bedeutung bei Leeds United hat. Also aktuell hat er ein Premier League Spiel bis jetzt in dieser Saison bestritten. Dementsprechend ein Spieler, den man definitiv loseisen könnte. Dazu läuft sein Vertrag in der Realität auch nur bis 2024. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir gleich rein und werden den verpflichten. Vorher stelle ich euch noch meine zwei anderen Wunschspieler vor. Mein Wunschspieler Nummer 2 ist El Shadil Bichiabu. Ja, vielleicht ist es richtig. Junges Pariser Innenverteidiger-Talent, also genau das Beuteschema vom BVB, wenn man so will. Mit Daxe Zagadou und Koulibaly hat Bichiabu bereits zwei Vorgänger, die genau diesen Schritt gemacht haben vom PSG zum BVB. Koulibaly hat die letzte Saison zum ersten Mal richtig bei uns spielen dürfen und Bichiabu soll dann in der Zukunft eben genau der nächste, ja, talentierte Mann werden. Auch er ist Linksfuß wie Koulibaly, das ist ja nicht perfekt, aber ich finde trotzdem, dass er sehr gut reinpassen würde. Ich weiß, wir haben schon einige talentierte Innenverteidiger, nicht nur Koulibaly, auch einen Namen wie Collins. Bei Collins habe ich aber tatsächlich ein bisschen das Problem, dass wir den in der FIFA 22 FC Hafen City Karriere zu einem Weltklasse-Spieler gemacht haben und deshalb, ja, bin ich noch nicht so ganz überzeugt, dass ich schon wieder auf den setzen soll. Deshalb fände ich es auch sehr, sehr cool, wenn wir dann noch ein weiteres Talent haben und Bichiabu ist genau der richtige Mann dafür. Vertrag bis 2024 bei Paris Saint-Germain. Die Bayern, der BVB haben Interesse und ja, wie gesagt, es ist schon, ja, der vorgeschriebene Weg durch Koulibaly und Zagadou einfach zum BVB zu kommen. Ich glaube, es wäre ein super Deal. Und dann kommen wir zu meinem dritten Spieler und auch der ist extrem jung, 21 Jahre alt, Tim Ireck-Bunam, ein No-Name. Ein absoluter No-Name, das kann man, glaube ich, mal so sagen. Der Mann spielt aktuell bei den Queen's Park Rangers auf Leihbasis von Aston Villa, kommt also wie Jude Bellingham aus Birmingham, nur halt vom großen Rivalenverein und ist halt ja ein zentraler Mittelfeldspieler, kann auf der 6, kann auf der 8 spielen. Ich feiere es einfach nur. Ich finde es richtig, richtig geil. Es gibt keine Gerüchte in der Realität zu ihm und dem BVB, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass der Mann, ja, noch unterm Radar aktuell schwimmt. 15 Einsätze in der Championship von 16 möglichen sprechen aber definitiv für ihn. Also wirklich ein tolles Talent, der, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn er vielleicht bei den Aston Villa auch eine Chance bekommt,
ja, richtig einen Markt bekommen wird. Und ich fände es einfach nur geil, wenn wir den hier in der BVB-Karriere holen und wieder ein junges englisches Talent, ja, einfach entwickeln und irgendwann für viel Geld verkaufen können. Ja, und dann will man hier reinstarten mit seinem ersten Transfer. Und dann steht da diese Nachricht: Die Mannschaft wird diesen Spieler nicht verkaufen, da er zu wichtig für den Club ist. Bedeutet für mich, wir lassen die Personalie erstmal offen. Ich werde noch nicht ihn jetzt sofort abschreiben, weil manchmal ist es ja so, dass noch innerhalb der Transferphase sich dieser Text auch wieder verändert, verschwindet und man ihn dann doch holen kann. Ich hoffe, das wird noch passieren. Er ist mein absoluter Wunschspieler. Und sonst müsst ihr halt nochmal weitere Optionen reingeben. Gerd Treuder ist ja aktuell in der Realität ein gehandelter Mann, der ist hier in der Karriere schon zu Liverpool gewechselt. Deshalb fände ich das nicht ganz so perfekt. Der ist auch schon wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, Dramé wird nochmal wieder eine Möglichkeit. Ansonsten müssen wir uns halt auf der Position nochmal umgucken. Dann starten wir jetzt erstmal mit Verhandlungen mit Paris Saint-Germain. Es geht natürlich um Bichabou. Der junge französische Innenverteidiger soll kommen und wird uns auch nicht viel kosten. 2 Millionen. Ich denke, damit sollte PSG dann auch schon relativ zufrieden sein. Lotka wird in dieser Saison zweiter Torwart bei uns sein. Den wollen wir nicht abgeben, nachdem wir Alex Meyer ja schon abgegeben haben. Und bei 2 Millionen einigen wir uns auch. Heißt, jetzt muss nur noch alles auch auf Spielerseite stimmen. Perspektivspieler, 5-Jahres-Vertrag, ich glaube, das ist klar. Keine Freigabesumme. Ah, er will eine. Aber ganz ehrlich, er ist noch so jung, das ergibt keinen Sinn. Ich werde hier wahrscheinlich keine 50 Millionen Freigabesumme reinschreiben können. Und sonst ergibt es einfach keinen Sinn. Nee. Also ich könnte wahrscheinlich bis zu 10 Millionen jetzt hochgehen, aber nee. Wir werden uns das merken, dass er eigentlich eine Freigabesumme wollte, aber nee, das lehnen wir jetzt mal ab, weil es ist einfach unrealistisch, eine so geringe, ja, Freigabesumme bei so einem tollen Talent reinzuschreiben. Und ich würde sagen, 10.000, das ist schon viel für sein Alter und für das Rating, aber das ist natürlich eine Investition in die Zukunft und dementsprechend sollte der Deal jetzt auch fix sein. Der erste Neuzugang der Saison, er ist da auf dem Trainingsgelände des BVBs. Bichabou. Also an den Namen muss ich mich noch gewöhnen. Ja, ich gebe es ja zu. Aber ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den jungen Mann. Mal gucken, was seine Rolle in der ersten Saison wird. Ich werde ihn direkt jetzt auf die Leihliste auch packen. Weil, ja, Saison 1 wird schwer mit Einsatzzeiten. Aber es ist, wie gesagt, eine Investition für die Zukunft. Wie schon einst dein Vorgänger trägt er jetzt die Rückennummer 5 beim BVB. Die war frei und ganz ehrlich, dann soll er sie auch haben. Scheint eine seiner favorisierten Nummern zu sein. Die trägt er in der U17 bei Frankreich und auch in den Jugendmannschaften von Paris Saint-Germain. Deshalb passt das, wie ich finde, sehr, sehr gut. Und er kommt, wie gesagt, gleich auf die Leihliste. Wäre eine gute Option, wenn wir ihn nochmal ein Jahr verleihen können. Und vielleicht ist in einem Jahr dann ja die Position von Mats Hummels frei und er wird seine ersten Einsätze bekommen. Damit haben wir auch gleich unseren Job sozusagen etwas gesichert. Hervorragende Jugendarbeit bekommen wir hier. Sehr, sehr wichtig, weil unsere Jobsicherheit ist aktuell wirklich kritisch. Ein Top-Talent ist schon da. Das nächste soll gleich hinterher. Irak Buman, ein absolut klangvoller Name. Hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen. Hier noch mit Steven Gerrard am Verhandlungstisch. 2,5 Millionen bieten wir mal zum Start. Mal gucken, was Aston Villa dazu sagen wird. Sie lehnt es zumindest mal nicht komplett ab. Wollen aber einen Spielertausch mit Papadopoulos. Den will ich aber als Notnagel gerne im Team behalten. Und dann, ja, machen wir hier noch die weitere Verkaufsgebühr raus und dann sollte Stevie G damit zufrieden sein. Und ich bin definitiv auch sehr zufrieden, wenn wir den jungen Engländer dann jetzt hier gleich unter Vertrag nehmen können. Er soll, anders als Bichabou, auch in der ersten Saison gleich eine wichtige Rolle spielen. Ich werde auf den Jungen setzen. Alles andere ist für mich gar keine Option. Ich habe so unfassbar Bock auf den Typ und dementsprechend 4-Jahres-Vertrag. Dann wäre er auf 25. Auch bei ihm werden wir keine Freigabesumme reinschreiben, auch wenn er das auch wieder will. Aber die wäre einfach zu gering. Das muss man so ganz klar sagen. Und gehaltstechnisch werden wir hier auf, boah, nee, wir machen 20.000. Wir machen 20.000 und ohne Einstiegsbonus. Dann sollte das Ganze auch passen und wir haben unseren zweiten Neuzugang. Für kleines Geld shoppt der BVB ganz groß für die Zukunft. Ich glaube, so kann man es einfach mal ganz, ganz krass zusammenfassen. Auch hier gleiche Cutscene, weil es kein Superstar ist, aber auch hier eine Investition in die Zukunft, auf die ich mich sehr, sehr freue. Vorgestellt wird der Junge aus Birmingham mit der Nummer 23, also eine Ziffer mehr als Jude Bellingham sozusagen. Die gleiche Nummer wäre jetzt ein bisschen komisch geworden.
Ja, ansonsten hat er in seiner Karriere die 47 häufig, aber ich glaube, die kann man in der Bundesliga nicht wirklich vergeben, also nicht an Nicht-Jugendspieler. Ein Jugendspieler kann die, glaube ich, haben, aber kein transferierter Spieler. Deshalb gehen wir da lieber auf Nummer sicher, was den Realismus angeht. Nummer 23 sieht extrem geil aus, ist ja auch ein 6er bzw. 8er, passt also perfekt. 4-Jahres-Vertrag, 21 Jahre jung. Ich bin gehypt drauf. Ich bin gehypt auf diese zwei jungen Spieler und hoffentlich kommt ein dritter junger Spieler noch dazu. Für beide werden wir jetzt auch nochmal einen Entwicklungsplan einstellen, denn ja, es sind ja keine Megatalente in FIFA, deshalb muss man da schon gut aufpassen, dass sie sich ordentlich entwickeln. Dementsprechend werden wir da jetzt die Entwicklungspläne reinhauen, aber dann bin ich guter Dinge, wenn wir sie richtig einsetzen, genug einsetzen, dass das zwei ganz, ganz großartige Spieler werden können. Und ich bin mal gespannt, wo Tim Ibrahimovic am Ende des Tages spielen wird, eher auf der 6er-Position oder auf der 8er-Position. Und damit gehen wir kadertechnisch doch mal rein, ja. Also es soll ja noch ein Spieler auf der Rechtsverteidiger-Position kommen, es sollen noch einige Spieler gehen, aber ansonsten können wir hier mal schnell den Kader aktuell Stand jetzt zusammenbasteln. Wir haben natürlich noch einige Spieler, die den Verein verlassen sollen, Malen, Morey langfristig und dann halt noch einige, die verliehen werden sollen, Schneider, Kamara, Bichabu, Eining und Collins, als auch hier diese ganzen 4 Jugendspieler. Und dann hätten wir eben Unbehauen als dritten Torhüter. Ich habe mich jetzt mal für Lotka entschieden, weil er ein ganz bisschen jünger ist und schon gezeigt hat, dass er Bundesliga-Niveau erreichen kann. Dann als ja, Notnagel, Djima, Gürpitz, Semic und Papadopoulos. Dann haben wir Özcan, Hummels, Brav, Knauf, die natürlich Einsatzzeiten bekommen werden. Und da wird, es gibt keine feste Startelf bei uns. Wir spielen 3 Wettbewerbe, es wird viel rotiert werden. Lotka als zweiten Torwart, Koulibaly, Rota haben wir hier, Dahoud, Reyna, Adeyemi und Allaire. Und dann Startelf aktuell. Meine erste Elf wäre wahrscheinlich das hier, aber da muss man natürlich mal gucken. Kobel im Tor, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Benzebaini, Stach und Irak Buman. Ich habe Bock auf den Jungen, ihr seht es. Brandt wieder als rechter Flügel, Reus in der Mitte, Beino geht ins Links und vorne Youssoufa Moukoko, bei dem es ja nach wie vor in der Realität unklar ist, ob er verlängern wird oder nicht. Bei uns haben wir uns dazu entschieden, ihn zu, ja, den Vertrag zu verlängern und ja, es ist klar, er wird nur verlängern, wenn er eine Einsatzzeitgarantie bekommt und deshalb werden wir ihn in dieser Saison, so schwer es fällt, weil Allaire Top-Torschütze in der letzten Saison war, aber wir werden ihm eine Startelf-Garantie in den meisten Spielen bieten müssen, weil sonst wird dieser Spieler einfach irgendwann den Verein verlassen. Das ist ganz klar. Er wird auch so irgendwann gehen, aber wir wollen natürlich möglichst lange mit Mucki zusammenarbeiten. Andererseits, wenn er jetzt in der Realität tatsächlich wechseln sollte, dann werde ich ihn auch hier in der Karriere sowas von abgeben. So, dann wollen wir jetzt mal noch ein paar Tage vorsimulieren und gucken, was so für Angebote reinkommen. Und da kommt gleich mal ein Baba-Angebot. Man City. 1 Jahr für Schneider, ich glaube, der hat jetzt nur noch 2 Jahre Vertrag, deshalb macht nur 1 Jahr Sinn. Ja, wir müssen ihn einfach wieder irgendwo abstellen sozusagen und es werden leider wahrscheinlich nur große Vereine anklopfen. So war es vor einem Jahr schon und so wird es wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder sein. An Quinton Timber besteht ein Interesse von Spezia. Okay, es wäre aber immer noch ein Verein, wo man den Holländer holen könnte. Schneider wird jetzt zu City abgeschoben für 1 Jahr, wenn man dann so will. Und Besprechung bezüglich Leistung. Ich hoffe mal, wir werden nicht rausgeworfen. Schneider ist zurück in Manchester, dieses Mal allerdings im blauen und nicht im roten Gewand. Morey hat ein Angebot von Benfica und da wäre ich auch absolut bereit, ihn hin abzugeben. Für Morey wird es dann wohl jetzt also Portugal. Bei Benfica sollte es auch einige spanischsprachige Spieler geben, mit denen er sich gut verstehen kann und dort einen Neuanfang starten kann. Das nehmen wir an. Malen zu City. Ja, da würde ich gerne nochmal gucken, ob nicht noch ein vielleicht etwas kleinerer Verein ein Angebot macht. Dann wollen wir mal jetzt raufgucken auf die EM in Deutschland, wie das Ganze ausgegangen ist. Belgien. Ja, goldene Generation beendet und gleich gewinnt sie den Titel. Stabile Nummer gegen das Nachbarland, die Niederlande. Ja, wo ist Deutschland? Gegen England im Viertelfinale ausgeschieden. Nicht ganz so schön und nur Zweite in der Gruppe geworden hinter Norwegen. Nach wie vor gibt es aus irgendeinem Grund Angebote für Semic. Nach wie vor will ich ihn nicht abgeben. Damit ist es soweit. Der zweite Spieler verlässt den Verein. Die Cutscene buggt komplett, aber Morey ist jetzt auf jeden Fall weg. Also Malen scheint ja doch bei den Top-Teams einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
PSG, 44 Millionen, ja moin. Er hat zwei Angebote für Spieler, die nicht gehen sollen, Wolf und Stach, und die lehne ich auch beide ab. Auch Özcan mit dem Angebot, auch wenn er im letzten Jahr nicht, ja, zufrieden sein kann mit seiner Einsatzzeit, wird er in diesem Jahr wahrscheinlich wieder mehr spielen und soll auf jeden Fall bleiben. Jetzt nochmal ein richtig, richtig gutes Angebot, jawohl. Da bin ich jetzt echt zufrieden, weil zum Ende dieser Folge können wir dann jetzt tatsächlich nochmal das Ding mit Malen, ja, wahrscheinlich über die Bühne bringen. Newcastle, auch kein kleiner Verein, ein Verein, der natürlich mit viel Kapital um die Ecke kommt. Und wir werden jetzt einfach mal hier versuchen, ja, wir machen Marktwert, 40 Millionen. Man wird in echt nicht so viel Geld für ihn bekommen, das ist klar. Daniel Malen wird, wenn er vielleicht jetzt schon im Winter geht zu Sevilla, wahrscheinlich erstmal verliehen werden und dann eine Kaufoption irgendwo zwischen 10 und 25 Millionen. Keine Ahnung, was genau am Ende dabei rumkommt. Newcastle nimmt das Ganze an. Ich wäre sehr glücklich damit, wenn es für ihn auf die Insel geht. Oha, Man United kommt für Süle an. Ja, das ist natürlich ein Ding, damit werden wir uns in der Zukunft nochmal beschäftigen müssen. Nach 2 Jahren BVB denke ich erstmal nicht. Süle sollte jetzt noch 2 Jahre Vertrag haben, also da können wir noch beruhigt bleiben. Aber dass Niklas Süle durchaus nochmal den Schritt raus aus Dortmund wieder zu einem Top-Top-Verein, eben wie Bayern oder halt United machen wird, ich glaube, das ist ja eigentlich ein logischer Schritt nochmal in seiner Karriere. Dann haben wir jetzt noch ein Leihangebot für Kamara bekommen. Da würden wir, wie gesagt, gerne ein Jahr nochmal ihn verleihen. Er hat auch eine sehr niedrige Freigabesumme, aber wenn er jetzt erstmal verliehen ist, dann ist das auch egal. Und damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge, denn in der nächsten Folge würde ich gerne mal ein Gruppenspiel machen. Maxim Lopez wechselt, der war bei uns auch mal auf der Liste für eine Zeit. Ich würde gerne ein Vorbereitungsturnierspiel machen und das wird dann, glaube ich, den Rahmen dieser Folge etwas sprengen. Wir gucken jetzt nochmal rein, wie es bei unserem Wunschkandidat auf der Rechtsverteidigerposition Dramé aussieht. Nach wie vor ist der Club nicht bereit, über einen Abgang von ihm zu sprechen, also ist eure Aufgabe, mir Alternativen aufzuweisen. Wir haben bereits einige hier auf der Liste, in Soppi, in Aronson, Maffeo, der jetzt aber schon zu Juve gewechselt ist, also ich glaube, den werden wir streichen müssen. Dann haben wir aber auch noch einen Joscha Wagnermann, einen Rentsch und Sique, als auch Gertruida oder ein Bar. Aktuell, wenn es tatsächlich mit Dramé nicht klappen sollte, tendiere ich stark zum Holländer, zu Gertruida. Ich fände es ein bisschen schade, weil er hier von Liverpool zum BVB wechselt. Andererseits, bei Liverpool wird er TAA vor sich haben, dementsprechend wenig Spielzeit bekommen. Und es ist halt der einzige Spieler von denen, die jetzt hier auf dieser Liste bereits drauf sind, der wirklich ein Gerücht beim BVB sein soll oder ein Thema beim BVB sein soll. Dementsprechend wäre das meine Option. Da müssten wir allerdings auch tief in die Tasche greifen, aber es wäre in Ordnung für mich. Nach wie vor würde ich am liebsten Dramé holen, aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, interessiert mich sehr. Und dann sehen wir uns morgen bei der Spielerkarriere wieder in 2 Tagen bei Manchester United. Freue ich mich auch sehr drauf, da auf die 2. Folge, und in 4 Tagen sehen wir uns dann hier wieder beim BVB mit der Transferphase. Es wird noch was passieren, da könnt ihr euch sicher sein. Mal gucken, ob Malen wirklich zu Newcastle wechselt, mal gucken, welchen Rechtsverteidiger wir am Ende des Tages holen werden. Casimiro wechselt hier noch zu den Spurs, sehr, sehr wild. Das ist das Letzte, was ihr seht. Also, Kommentare schreiben, Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder oder spätestens in 4 Tagen hier beim BVB. Bis dahin, macht es gut und ciao.